Und damit auf ein neues Teil und Folge von. Hä, hey, welcher Spieler bin ich denn? Mario Golf Super Rush. Hä? Hey, ich hab mich schon ausgewählt. Ich bin so verwirrt, Leute, es tut mir leid. In der letzten Folge. haben wir Legenden Hochland auf Profi gespielt und heute machen wir die All-Star Plateaus. Hier dreht sich alles um Mario. Es gibt Münzen, Springwolkenblöcke und noch mehr Bekanntes. Ein cooler Kurs, wie ich finde. Und ja, da gehen wir jetzt rein, würde ich sagen. Wir sind wieder dabei mit Jan. Hallo, hallo. Der, denke ich, auch optimistisch ist. Was das angeht. Sehr optimistisch, wie immer. Und ich würde sagen, ab geht die Luzi. Und viele würden sagen, ich bin Boomer, wenn ich das sage. Ich würde aber auch nicht abstreiten, dass ich dieser Bezeichnung gerecht werde. So, das heutige Thema, was wir anschneiden. Wer weiß, ob wir das Thema noch wechseln, wir schweifen ja teilweise immer ein bisschen ab. Ist Games, die wir gespielt haben, wo wir sagen, nee, also das will ich nie wieder spielen. Hau ab. Oh mein Gott, ja, das kann ich jetzt theoretisch zu fast jedem Spiel sagen, weil ich will jedes Spiel abbrechen. Ja, aber nicht abbrechen, weil du, keine Ahnung, sondern abbrechen, weil du das Spiel halt wirklich schlecht ist. Also was müsste ich mich vorbereiten? Das kannst du doch nicht immer machen. Ja, wir sollen uns einfach aus dem Kopf, was dir da so einfällt, wo du ein Spiel gespielt hast, keine Ahnung, weil du es damals geschenkt bekommen hast oder weil dir das da hattet oder wie auch immer. Oh. Was passiert hier? Nein! Also, Liebe. Ja, ne? Schwierig. Ich muss. League of Legends. Würde ich, glaube ich, nehmen. Bitte was? Ja, du kannst. Es geht jetzt hier nicht nur um eins. Eigentlich muss man es mir rennen, aber. Wenn ja, weil das erste einfällt. Das ist das erste, was mir jetzt eingefallen ist. Okay, viele würden jetzt so aufschreien. Community ist toxic und ich mag das Spiel auch so nicht wirklich. Weiß nicht, gibt nicht viele Gründe, warum ich das spielen sollte. Vielleicht, weil dir auch das Spielgefühl und wie das Spiel sich spielen lässt und was. Würde ich eher Pokémon Unite weiterspielen. Ah, gut, aber das habe ich tatsächlich noch nicht angefasst. Ich habe das Tutorial gespielt. Danach nie wieder. Obwohl ich das gar nicht wirklich schlecht fand. Ja, ich fand es nicht schlecht, hab's trotzdem nicht weitergespielt. Das, was mich da am meisten geschockt hat, war aber, abgeschreckt und nicht geschockt, dass das sehr, sehr pay to win ist oder du musst nur 30 sagen, Jahre farmen. Das ist halt auch ein großer Punkt. Da wollte ich gerade sagen, wie bist du eingestellt gegen sowas? Nee, ich finde Skins und sowas okay, aber viel mehr sollte es nicht sein. Ist halt krass, was man da ausgeben müsste, damit man alles bekommt und so. Ja. Nee, aber was ich jetzt für ein schlechtes Spiel habe, ist unter anderem ein Avatar-Game für den DS. Avatar, die Erde brennt oder so. Aber die Erde brennt. Boah, das war viel zu doll. Oder irgendwas mit Feuer. Jedenfalls. Ein Teil von Avatar von DS habe ich gespielt, der war mega schlecht, auch der Chibi-Look, ich hasse es. Aber dann gab es einen, das war so, du kämpfst, du kriegst Items und so, du läufst durch die Gegend. Das fand ich mega cool. Davon gibt es auch, glaube ich, zwei Teile für DS. Aber der andere Teil, der war so grottig. Und da gab es einen, es gab den Modus, den Story-Modus und so. Und dann gab es den Modus Volleyball spielen. Ich weiß nicht, warum. Nur weil die in der einen Folge, wo die am Strand waren bei Avatar, was eigentlich fast keine Handlungsfolge war, Volleyball gespielt haben, die von der Feuernation. Wow. Cool. Ja, ne? Hey, was ich cool finde gerade, alle Charaktere sind Muskelprotze, starke Charaktere. Na gut, Wickler ist eher defensiv, aber trotzdem. Das passt doch. Ja. Der Spiel, da hatte ich ja, glaube ich, auch ein paar, die schlimm waren. Ich guck gerade hier in meinem Regal, aber ich habe viele schon verkauft. Ja, ich habe hier gar nichts, das ist die Sache. Nicht mehr. Bei Xbox hatte ich ja auch viele, die relativ trash waren. Ich wollte jetzt sagen, Deponia, das passt zu Trash, aber Deponia ist kein Trash. Doch. Nein, oh Jan.
Da frage ich mich jemals, warum du das mit mir überhaupt angefangen hast zu spielen. Um die Hoffnung zu machen und sie danach zu zerstören. Ich weiß nicht, ob du damals noch so jung warst und einfach zu einem Ja gesagt hast. Ich war aber froh, dass du das mit mir allgemein gemacht hast. Bin ich immer noch, aber jetzt sage ich auch, wenn ich keinen Bock habe. Hast du dich entwickelt, muss man sagen. Jetzt habe ich dich so weit, dass du von alleine nicht mehr aufhörst mit YouTube. Jetzt kann ich dich auch nerven. Warum soll ich denn aufhören mit YouTube? Habe ich das schon mal gesagt? Nö, aber ich musste dich ja mehr, also... Das war ja so, ja, wir müssen da irgendwie anfangen und so. Bevor du dann irgendwie ganz am Anfang abhaust und einen eigenen Kanal machst. Komm, dann machen wir das halt. Ja, aber du sollst jetzt auch keine Angst haben, dass ich jetzt, wenn ich so viele Videos alleine mache, dass das jetzt irgendwie... Ja, ist aber so. Ja, aber wie willst du es denn machen? Gut, ein Drittel der Videos sind nur von dir. Aber wie willst du es denn machen, wenn ich die haushasseln muss? Soll ich dich jetzt, wenn ich dann... Also, gut, die ersten Videos, klar, das ist nicht... Das muss ich alleine machen. Soll ich dich dann bei den Folgen danach fragen, ob du mitmachen willst? Ja, mittendrin ist halt schwierig. Und vor allem, wenn ich das Spiel halt selber spielen will. Ja, siehst du, das ist halt doof. Aber das geht ja nicht anders. Zum Beispiel, was ich will, das werde ich hier nicht spielen. Da hätte ich hier zugucken können, noch mehr. Hatte ich am Anfang gemacht, auch wenn ihr das nicht gesehen habt. Das hatte ich aber auch gedacht. Das wollte ich eigentlich auch. Das war so geplant von mir. Ja, ist wohl nicht daraus geworden, ne? Ja, ich weiß auch nicht, warum. Aber wie gesagt. Ja, mit Zeit ist halt auch schwierig. Und darum nutzt man halt irgendwie, um andere Spiele zu spielen. Da bin ich halt jetzt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ich alleine bin halt so... Ich kann das nicht alleine. Ich hab's ja mit Isaac versucht. Ich versuch's mit Monster Hunter dann erneut. Mal gucken, wie es wird. Das Ding ist, ich bin ja auch anders. Ja, du bist anders, aber du kriegst es trotzdem einigermaßen hin. Aber ich erkläre gefühlt bei Isaac jeder, wenn ich neu anfange, einfach nur den Part und sage, oh, hoffentlich finden wir das Item. Gefühlt sage ich nichts anderes. Das ja, du musst halt... dir vorher etwas überlegen. Also ich meine, ich rede auch über das Spiel, aber bei Isaac kann man halt auch nicht so viel zum Spiel sagen. Das ist halt immer dasselbe. Ja. Ja, aber andere YouTuber kriegen das ja auch hin, wie Moggy. Der ist jetzt eher ein Streamer, aber... Ja, aber Moggy, Alter, Moggy ist auch ein halber Entertainer. Ist einfach halt entspannt, crazy. Bei Moggy zuzugucken. Ja, Moggy-Ideen hört man gerne zu. Ich glaube, Moggy ist mittlerweile mein Lieblings-YouTuber geworden. Ja, ich mag Moggy auch. Vor allem bei DKMR. DKMR? Krumme, keine Ahnung, die einzige Kochshow mit realistischem Maßstäben. Und davon und die Anfangsbuchstaben. Johnny. Ich liebe Johnny mittlerweile. Johnny ist mega. Journey. Und ja, Tim. Nee, das Tim ist auch mega. Tim mochte ich viel, hatte ich viel geguckt, jetzt eher weniger. Das ist bei Johnny dasselbe. Ja, ich bin jetzt eigentlich größtenteils bei Moggy. Ja, aber der macht und halt zwischendurch nicht so wenig, höre ich bei Fully, wenn man gerade eh schon bei der Gruppe ist. Gerne ein paar von den Fulltime-Videos. Nee, das finde ich schwierig. Fully ist da bei mir der, wo am wenigsten los ist. Ja, aber Maeve oder wie? Ja, okay, Maeve macht aber auch nichts. Ich meine jetzt los in dem Sinne, dass ich mir den jetzt anschauen würde. Ich hasse diese Blöcke. Ich bin im Bunker, also... Ja, ich auch. Achso. Wo bist du? Ah, hinter mir. Ja, aber wie gesagt, jetzt sind wir ja schon bei dem Thema. Moggy hat sich aber krass entwickelt, finde ich. Ich hätte niemals gedacht, dass der vor die Kamera geht. Oder? Ich auch nicht. Also das erstens, zweitens, dass er so aussieht. Ich hätte mir ganz anders vorgestellt mittlerweile. Logischerweise, man hat sich dran gewöhnt, finde ich, passt das eigentlich. Wie hieß der, Paul? Nee. Stefan. Stefan! Das ist so, ich glaube sogar Stefan Klein hieß, ja. Was auch lange nicht gemacht hat, sind glaube Pack Openings. So lange ist das glaube ich gar nicht her. Ich weiß es nicht. Aber warte mal. War der nicht früher bekannt? Also eine Sache habe ich irgendwo gelesen, noch bei so einem, nicht Wikipedia-Antrag, sondern irgendwie YouTube-Wiki oder was es auch immer gibt. Dass der irgendwie früher gesagt hat, ja, ich war nur im Lidl oder in welchem Laden hat der nur eingekauft? Penny? Ich weiß nicht. Irgendwas war da. Weiß ich nicht. Der war die... Nein, deine Mutter, viel zu kurz. Ich auch. War noch mehr zu kurz. Nee, wo ja. Bist du denn? Nee, aber der ist authentisch, der ist lustig. Er hat einen speziellen Humor, beziehungsweise seine Betonung, finde ich, ist sehr besonders. Und der redet sehr nasal teilweise.
Wo auch mit Orks aufgezogen wurde? Ich kann das nicht nachmachen. Aber Mogi, das war viel zu kurz. Ach, deine Mutter. Apropos Mogi ist cool, übermorgen streamt er wieder. Hat er seine Streaming-Tage eigentlich? Samstag und Sonntag inzwischen ich auch zu. Auch öfters. Samstag ist mittlerweile fester Isaac-Tag, Sonntag, manchmal was anderes, manchmal aber auch Isaac. Und zwischendurch auch noch so manchmal streamen. Hat er auf die Direct reagiert? Ich habe viele Reacts bis jetzt gesehen, aber ihm noch nicht. Nee, nicht, dass ich beim wüsste. Beim letzten Mal hat er es gemacht. Wen ich halt auch mag, ist Ulti. Ja, die Ulti, Fireball und so die Gruppe gucke ich auch zwischendurch. Chimtex mochte ich gerne, der macht das so wenig was. Ja, Chimtex macht echt wenig, aber der ist echt sympathisch. Aber Fire, ich find's Bro, gut, also, wie krass wir gerade abgedriftet sind. Das habe ich ja schon am Vorher gesagt, also das ist schon. Immerhin hast du es angekündigt. Es war zu erwarten. Aber wir sind ja nicht weg von Videogames. Oh, was war das denn? Ich habe mich ja voll verschätzt. Und lande im Bunker. Geil. Wir sind alle im Bunker. Nee, doch nicht. Nicht alle. Was? Wer denn nicht? Football Chuck. Bleib drin! Nein, das ist zu kurz. Halleluja! Nein! Ach, das wäre ein Xel. Wer kennt ihn nicht, den Xel? Ja, krass. Okay, dann machen wir gleich weiter mit YouTubern. LPM gucke ich auch ab und zu, nicht mehr so viel. Aber der hat letztens ein Spiel Let's Played, was ich nicht kenne. Wo ich aber wissen wollte, wie das ist. Nämlich Sonic Rush Adventure, der Nachfolger von Sonic Rush. Und Sonic Rush war eines meiner Kindheit-Games. Das habe ich damals gespielt mit Sonic und Blaze. Ich hoffe wirklich, er wird irgendwann Sonic Chronicles Let's Playen. Wir werden es auf jeden Fall machen. Aber da könnt ihr Gift drauf nehmen. Ich merke leider, dass es seinen Charme teilweise ein bisschen verloren hat und echt schlecht ist, vor allem der Soundtrack. Aber Jan darf sich dann ein eigenes Bild davon machen. Ja. Mal sehen. Dieses dumpfe vom Bunker immer. Sehr schön. Domtendo, wie gesagt, er hat sich verändert, finde ich. Zum Negativen teilweise. Aber ich gucke trotzdem noch einige Let's Plays bei ihm. Jan wahrscheinlich gar nicht. Nee. Neulich mal wieder bei ein, zwei reingeguckt. Das Einzige, was ich zwischendurch bei ihm gucke, sind nicht bei ihm, sondern von ihm sind Best-ofs, aber. Ja. Ja gut, das stimmt, das ist auch cool. Aber da denke ich mir so, wenn ich ein Projekt extra nicht geguckt habe, weil ich noch spielen will oder warum auch immer, dann will ich auch nicht das Beste zu dem Projekt sehen. Ja, aber ich gucke es nicht, weil ich das Spiel noch spielen will oder so, sondern einfach, weil ich halt kein Interesse an ihm habe. Nee, ich verstehe das schon. Aber ich habe halt auch gesehen, letztens hat er wieder Paper Mario Let's Play, also den GameCube-Teil. Also nein. Das geht jetzt nicht. Komm, bitte spring da ab. Ja. Oh mein Gott! Nein! Ist denn zu weit gerollt für meinen Geschmack? Aber naja. Aber ganz komische Rollphysik, muss man sagen. So, wen guck ich noch? Guckst. Hast du Lenny mal wieder geguckt? Nee, auch schon lange nicht mehr. Du hast mir überlegen, wer war denn das? Der Poketuber. Nee. Wen habe ich denn hier noch in meine Abos? Pizmeet, da bist du absolut nicht drin. Nee, Pizmeet gucke ich auch nur so abschnittsweise. Hier wird Sturmwaffel, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, Sturmwaffel kenne ich, da ein paar Kochvideos und so. Ja, der habe ich jetzt ein paar Kochvideos halt geguckt. Das mochte ich von ihm nicht. Aber vor allem dieses liebliches Essen von finde ich cool. Das ist cool, ja, das ist ein cooles Format. Der hatte ja schon so viele coole Promis. Ich habe vorhin das von Kai Pflaume geguckt. Oh, Kai Pflaume ist so ein komischer Typ geworden auf YouTube. Also auf YouTube, halt, der ist so cringe, Alter. Hast du das gesehen, das Video mit von... Knossi habe ich gesehen. Ja, die haben das selber gekocht. Wollen wir das nachher nochmal zusammen gucken? Die Wortwitze, die da teilweise gebracht werden, die sind noch schlimmer als deine. Ja, okay, das kannst du jetzt nicht vergleichen. Uff, ey. Irgendwas mit den Olymp-Kapern, wegen Kapernsoße und sowas hat er gebracht. Das war echt. Was ist jetzt passiert? Uff. WTF ist passiert. Ich bin in den Wir machen gleich einen Part Monster Hunter und dann gucken wir das Video noch und dann kannst du schlafen gehen. Ach Mann, ich komm da nicht hin.
Dann, ja. Ich habe Probleme. Dann jetzt gucke ich zwischendurch noch. Iggy zockt. Habe ich jetzt als ich hasse Nintendo es. News Kanal mittlerweile. Hier. Ach du lieber Gott. Ich wollte sagen. Not over News. Nee, den gucke ich auch nicht mehr. Das war mal mein News Kanal, jetzt nicht mehr. Dann die Puls-Sachen, also Puls-Reportage, das schaffst du nie, die beiden gucke ich zwischendurch, also relativ oft. Und Wieso gucke ich auf das so Zusammenschnitte Beluga. Oh, ich habe so Scheiße Discord gebaut. Channel. Oder auch so, keine Ahnung, Szenen über Discord dargestellt werden, schnell zu erklären, gucke ich relativ oft. Jaden Animation zwischendurch. Ich sehe gerade einfach in meiner Abo-Liste, wie viele gar keine Videos mehr machen. Achso, ich wollte eine Sache noch sagen. Kurz gesagt, gucke ich zwischendurch gerne. Die haben der ist gut. Coole Themen. Eine Sache, die guckst du wahrscheinlich nicht, aber wen von den beiden findest du besser und wie findest du allgemein die beiden? Woll und Cornel. Ich weiß nicht, diese Meinung zwischen den beiden ändert sich gefühlt immer wieder. Ich gucke jetzt keinen mehr, aber ich glaube generell. Es kommt schwer, kommt oft drauf an, aber ich glaube, ich finde Wollo cooler. Okay. Ich mag die beiden, sind beide sympathische Fettsäcke. Plus, Wollo ist mir sehr ähnlich, vor allem bei chronischen Krankengeschichten. Wegen, er hat ja Morbus Crohn ohne chronisch entzündliche Darmerkrankung, was ich mega finde. Also, nicht, dass man das hat, aber. Das finde ich mega, dass der so im Leiden dass, ist. Dass man jemanden kennt, der das ähnliche Problem hat. Erkennen ist jetzt auch, ne? Oh, Cold Mirror. Ich hab den als Freund bei Mario. Das wird ja toll, krass. Also, das heißt alles. So Mary, die ganzen Selbstexperimente gucke ich gerne von. Angeschrien, die Experimente gucke ich gerne. Achso, noch eine Sache. Ja. Ricky Mania. Nee, da habe ich auch noch zwischendurch was geguckt. Was ich bei dem am krassesten fand, war das Obst und so, was der nicht kannte. Oder einfach, ja, er hat auch nie die Birne gegessen, hat dann übel gesagt. Und man hat auch gedacht, alles klar, das ist eine scheiß Oder was für Sachen er nicht mag, teilweise so. Ja, das, also die waren echt. Boom, ist aber ansonsten gar nicht. So, was haben wir hier noch? Flip Floyd, beziehungsweise Liv Floyd. Liv Floyd habe ich zwischendurch mal ein paar Kochvideos geguckt, aber sonst auch nichts. Okay. Okay, den gibt's, nee. Kannst du ja liegen bleiben, bitte? Ich bin jetzt auf Gestein, meine Freunde. Ich muss kurz mich konzentrieren. Serienreviewer. Nee. Boah, ich mag den. Also der hat auch eine coole Stimme. Auf den Grün. Ruffy. Oh ja. Ah, da kommt es halt drauf an, ich könnte nur Animes, die ich auch schon gesehen habe. Ansonsten gucke ich bei ihm nichts. Mich interessieren sehr viele, aber wie gerade, ja, da denke ich halt immer, irgendwann werde ich das noch gucken. Kennst jetzt, du Bloodleaps? Nee. Der ist auch von dieser Gang, von diesem, wie heißt das? Rotten Mushroom. Mushroom, ja. Aber den musst du angucken, der ist cool, ich mag den, der ist sympathisch. So, nächster. Luxcycling. Habe ich mal dann geguckt, aber ich gucke von der Freundin öfters was. Ah, die ist cool, Lina Flair. Was haben wir noch? Akido. Jetzt muss ich das überlegen, ob das der ist, den ich denke. Wenn das ja, ist dieser Smiley sozusagen. Ja, doch, ja gut, dann ja. Gucke ich auch öfters, aber nur wenn es mir so vorgeschlagen wird. Ich glaube, abonniert habe ich ihn gar nicht. Und der macht ich auch muss sagen, cool. Ich mag, dass wir das machen. Ja. Hat auf jeden Fall. Ist auch ein bisschen Arbeit, muss man sagen. Auf jeden Fall. Der Hockey Dude gibt's da auch noch, aber der wirst du wahrscheinlich eh nicht kennen. Ja. Ja, Drawing Like a Sir, okay. Ja. Auch abgenommen, aber ich glaube, ja, am coolsten fand ich halt auch die Tutorials und die kommen halt nicht oft. Scheiße. Jan hört's nicht gern, aber es wird wieder knapp hier. Ich achte halt absolut nicht mehr drauf, wie ich schlage, ne? Ich rede einfach nur noch. Ja, aber, ist es das scheint, dass ich Dritter werde. Hä? Dritter? Zweiter meine ich.
Aber hä? Nee. Es kann ja alles passieren gerade wieder. Überhol dich nicht mehr. Das gefällt mir nicht. Das ist der letzte Part für diesen Modus. Ich kann das nicht jetzt hier verlieren, das geht doch nicht. Überhol dich nicht mehr. Reiß dir nicht ein. So ein Quatsch. Ich heiß mir immer ein. Man muss immer Angst haben vom Gegner. Wo bist du? Okay, du bist beim Buhu. Scheiße, wir sind alle beim Buhu. Stimmt. Auf den Grün. Pack zum Bergen. What the fuck, Jan? Nämlich krass durchgeknallt, aber hat geklappt. Viel zu doll wieder, Alter. Wie kann man denn nur so heftig... Ach, ja, man sieht halt, dass das so eine Mini-Steigung ist. Ja, denkt man, ja komm, die knall ich durch. Das schaffe ich. Ich überlege gerade noch, was für YouTuber gibt. Beziehungsweise Let's Player. Ja, aktuell Let's Play zum Beispiel, das gucke ich gar nicht. Scheiße. Wie stehst du zu GLP und dieser Bande da? Habe ich ja gesagt, GLP eher weniger. Ich glaub, von der Bande mag ich Zombie am meisten. Oh, zwischendurch ein bisschen paar Looten, aber vor allem die Reactions. Ja, Maudado macht ja gefühlt nichts mehr. Ach nee. Was Gaming angeht, den mochte ich eigentlich auch gerne. Uff. Aber der hat sich ja jetzt als... Man weiß nicht was geoutet. Was? Keine Ahnung. Maudado, dass er früher die erste klare Erinnerung hatte, dass er als kleines Kind, keine Ahnung, 3 Jahre oder so im Garten saß und geweint hat, weil er lieber Mädchen sein wollte und so. Aber das ist anscheinend alles, ja, keine Ahnung, er mag sie, wenn sie ihn als Frau anspricht, dann wäre es mit beiden okay. So halt. Er gibt sich kein klares Geschlecht. Ja, das ist so. Echt interessant. Hat er dafür ein Video gemacht? Hat er ja, so auf dem Zweitkanal. Heftig. Also, der extra Zweitkanal dafür eröffnet, ja. Das ist, vor allem, wenn man so medienpräsent ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Abonnenten er hat, aber viele. Ja, das kann ich ja auch nicht sagen. Das Video fand ich aber krass. Kannst du dir auch mal angucken. Hm. Wenn es dich interessiert. Aber so die Story schon alleine. Oh no. Auch wenn du ihn nicht guckst, magst, wie auch immer. Nein, der hätte da nicht aufspringen dürfen. Scheiße. Nein, Bunker! Das gibt ja natürlich jetzt Möglichkeiten. Warum muss das denn jetzt passieren? Nicht überholen, tu nicht so. Doch, ich bin so weit weg gerade. Kennst mich, ich kann Golf nicht. Ja. Als ob das noch Birdie ist. Wenn ich einmal komplett weggeschossen hätte, ich einen Albatross. Dingsbummes bekommen können. Na, das gefällt mir gar nicht gerade. Ah! Ja, ne? Okay, kein Gleichstand. Aber es war knapp. Boah, hätte ich den versaut, wäre es Gleichstand. Oh Gott, das war jetzt ein Boogie. Achso, nee, ein paar nur. Stimmt, ich hätte einen Birdie. Hm. Na, ist ja jetzt doof. Passt. Ja. Guck mal, du bist alleiniger Zweiter, ist doch schön. Ja, mit Abstand. Puh. Ja, und das war's mit dem Klassisch-Modus bei Mario Golf Super Rush Online. Im nächsten Part werden wir einen anderen Modus euch zeigen. Ich werde noch nicht sagen, was für einen. Ihr könnt es euch denken und wir hoffen, euch hat dieser Part gefallen. Und wir schalten in der nächsten Folge von Let's Play Mario Golf Super Rush wieder ein. Also nicht verpassen. Bleibt klasse. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.